Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, so wie der Kollege Lindner hier eben rumgesprungen ist und auch die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten angesprochen hat, das war so die alte FDP mit dieser Arroganz, wie Sie, Kolleginnen und Kollegen, beschimpft haben. So kennen wir die FDP von früher. Und vielleicht noch ein... Und vielleicht, um auf Ihre erste Amtshandlung, als Sie Generalsekretär in Berlin waren, hinzuweisen. Die erste Amtshandlung der schwarz-gelben Bundesregierung war, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz auf den Weg zu bringen. Diese Mövenpick-Steuer hat die Kommunen in Nordrhein-Westfalen alleine 900 Millionen Euro gekostet. Das ist FDP-Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist wirklich ein guter Tag für die Entwicklung unserer Städte. 2 Milliarden Euro aufgeteilt auf 4 Jahre. Das ist das größte Investitionsprogramm für Schulen, das es in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. Wir helfen damit umfassend, schnell und unbürokratisch. Bereits ab Januar 2017, so konnten wir hören, können Anträge gestellt werden, über die kurzfristig entschieden wird und wo das Geld schon einen Monat später zur Verfügung steht. Geld, das anders als bei anderen Programmen vor der Maßnahme zur Verfügung steht, umfassende Beratung der NRW-Bank, unter anderem für kostengünstiges Bauen und innovative Konzepte inklusive. Und die Kommunen halten diese Fördermittel über eine feste Quote. Es findet kein Wind und Rennen statt. Das Geld kann gezielt dort eingesetzt werden, wo es gebraucht wird. Für Sanierung, Renovierung, Modernisierung, Umbau und Neubau. Das heißt also, von der Toilettensanierung, Herr Kollege Laschet, über den Umbau von Fachräumen bis zur Qualifizierung des Ganztags, alles ist denkbar. Entschieden wird vor Ort in einem transparenten Prozess, damit das Geld genau da wirkt, wo es am meisten gebraucht wird. Die Regierungskoalition, und das hat Frau Ministerin Löhrmann auch betont, als Regierungskoalition setzen wir damit ein weiteres wichtiges Signal an die Kommunen nach dem Stärkungspakt und umfassenden finanziellen Verbesserungen. Wir stärken noch einmal in besonderer Weise die Investitionskraft der Kommunen und wir unterstützen den Mittelstand. Dieses Programm schafft Arbeitsplätze, stärkt die Volkswirtschaft und das Steueraufkommen. Das ist ein guter Gesamteinsatz mit ganz vielen Gewinnern in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich mir die Rede von Herrn Laschet angehört habe, da bekommt das Wort Pipifax eine ganz neue Bedeutung. Dieses Programm, also die CDU wirft uns ja vor, wir würden Versäumnisse der Vergangenheit kaschieren. Zunächst einmal, Herr Kollege Laschet, die Sanierung der kommunalen Schulen ist Aufgabe der Städte und Gemeinden. Also ist Ihre Anklage offensichtlich eine Beschimpfung und Anklage gegen Ihre eigenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Nichts anderes. Wir beteiligen uns aber nicht an dieser Art von Beschimpfung. Wir verbarrikadieren uns nicht hinter Zuständigkeiten, wie das andere, wie Sie früher getan haben und auch anders als die Bundesregierung. Das Land hilft den Kommunen auf freiwilliger Basis, weil es heute fachlich geboten und richtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch Ihr zweiter Vorhalt ist aus meiner Sicht tatsächlich fadenscheinig. Das Programm sei eine Belastung für die Zukunft. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen hier eine klare Priorität für Bildung. Und wenn das keine Zukunftspriorität ist, in Bildung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu investieren, was denn dann sonst, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und, Herr Lindner hat es angesprochen, die Zinsen für die Investitionen zahlen wir aus Überschüssen der NRW-Bank. Das Programm ist deshalb ein gutes Geschäft für Familien, für Kinder, ja, und auch für den Staat. Und lieber Herr Kollege Dr. Oppendrenk, eigentlich sehen Sie das doch ganz genauso. Und eigentlich wollten Sie diesem Programm, der ist gar nicht da, tut mir leid, aber eigentlich wollten Sie dem Programm zustimmen, haben Sie zumindest getwittert. Dann machen Sie das doch auch. Oder ist Ihnen bloß der Daumen ausgerutscht in einem Moment politischer Klarheit? Richtig peinlich finde ich es tatsächlich, wie CDU und FDP mit ihrer Kritik an unser Programm von ihrer eigenen Negativbilanz ablenken wollen. Schwarz-Gelb, das war doch der Raubzug durch die kommunalen Kassen. Ihr Versagen in diesem Bereich war doch ein Hauptgrund für Ihre Abwahl. Haben Sie das schon vergessen?
2010, der Kollege Römer hat es angesprochen, am Ende Ihrer Regierungszeit waren sage und schreibe 138 Kommunen im Nothaushalt. Grüne und SPD haben jetzt, 6 Jahre später, dafür gesorgt, dass es nur noch 9 Kommunen sind. Wir haben über 90% der Kommunen wieder in eine geordnete Haushaltswirtschaft zurückgeholt. Und das war beileibe keine leichte Aufgabe. Es war ein Gemeinschaftswerk, ein Stärkungspakt, an dem sich viele beteiligt haben. Die notleidenden Städte, sie haben eine großartige Konsolidierungsleistung erbracht. Die finanzstärkeren Kommunen, sie haben solidarisch unterstützt, genauso wie das Land, das den Pakt initiiert hat und mit 3,6 Milliarden Euro den Löwenanteil an diesem Programm trägt. Ja, bei uns gehen Stadt und Land Hand in Hand. Wir haben diese Beziehung als Verantwortungsgemeinschaft ausgestaltet. Das ist doch der Unterschied zu den verlorenen Jahren. Das ist der Unterschied zu der Regierungszeit von Schwarz-Gelb, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir geben den Kommunen 2 Milliarden Euro für dringend notwendige Investitionen, um Schulen zu sanieren und Sportanlagen fit zu machen, um die digitale Entwicklung voranzutreiben. Und was macht die Opposition? Die CDU stellt die wirklich irre Behauptung gegen das Programm, dass Rot-Grün die Bildungspauschale seit 2009 nicht erhöht habe. Nun, dann stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was nützt denn den Kommunen die Erhöhung der Bildungspauschale? Die bringt doch keinen einzigen zusätzlichen Cent in das Stadtsäckel. Die legt doch lediglich fest, der Kollege Laschet, welchen Anteil die Kommunen auf jeden Fall für Bildungsausgaben festlegen müssen, und zwar von dem Geld, was sie sowieso vom Bund kommt, was in der Verbundmasse drin ist. Und ich sage es Ihnen ganz offen, Sie wollen mit dieser scheinheiligen Propaganda die Menschen im Land bewusst hinters Licht führen. Ein wirklich peinliches Schauspiel. Der wahre Unterschied und wichtige Unterschied liegt doch darin, was tatsächlich an kommunaler Finanzierung läuft, wie stark das GfG, das Gemeindefinanzierungsgesetz, insgesamt ausgestattet ist. Und genau hier wird es interessant. Und deshalb schauen wir uns das mal im Vergleich etwas genauer an. Im Jahr 2004, das hätten Sie gerne, ne? Im Jahr 2004 betrug das GfG 7,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2010, also Ihrem letzten Regierungsjahr, waren es 7,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis Ihrer Regierungszeit ist also plus minus null. Sie haben nicht einen Cent obendrauf gelegt. Und zwischenzeitlich lagen Sie auch noch ganz tief im Minus, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP. Und diese Delle hier im Schaubild, das ist nicht etwa ein norwegischer Fjord. Das ist das Jahr 2006. Und in diesem Jahr 2006 haben die Kommunen mit 5,8 Milliarden Euro das in diesem Jahrtausend niedrigste, historisch niedrigste GfG gegeben, was es überhaupt gegeben hat. Das ist die Landkarte Ihres Scheiterns von CDU und FDP. Und im Gegensatz dazu haben wir die Kommunen kontinuierlich mit besseren Finanzmitteln ausgestattet. Von 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2010, und da haben wir in der ersten Amtshandlung 300 Millionen Euro aus Landesgeld obendrauf gepackt, damit die Bilanz nicht ganz so schrecklich im Jahr 2010 aussieht. Von diesen 7,6 Milliarden Euro sind wir jetzt bei 10,5 Milliarden Euro im Jahr 2016. Das sind rund 4 Milliarden Euro oder fast 40% mehr als 2010. Das sind die wirklich relevanten Zahlen und nicht die Erhöhung der Bildungspauschale. Und genau da haben wir eine rot-grüne Erfolgsgeschichte vorzuweisen und nicht bloß Zahlentrickserei wie bei Schwarz-Gelb, nicht bloß verlorene Zeit. Aber damit nicht genug. CDU und FDP haben arme Kommunen aber auch durch strukturelle Maßnahmen an anderer Stelle hart getroffen. Zum Beispiel durch den Wegfall der Beteiligung an der Grunderwerbsteuer. Zum Beispiel durch den Wegfall von 84 Millionen Euro beim Elternbeitragsausgleich. Zum Beispiel bei den 170 Millionen Konsolidierungsbeitrag im Landeshaushalt. Allein durch die jetzt aufgezählten Maßnahmen haben Sie den Kommunen über 600 Millionen Euro entzogen. Sie haben den Kommunen das gesamte Volumen der Bildungspauschale gestohlen, und das dauerhaft. So ist das nämlich, wenn man genau hinguckt, Herr Kollege Lindner. Das ist das bittere Ergebnis von CDU- und FDP-Politik. Aber
Damit nicht genug. Mehrmals musste das Verfassungsgericht Sie zwingen, den Anteil an den Einheitslasten fair zu berechnen. Denn auch hier haben Sie versucht, die Kommunen mit mehr als 2 Milliarden Euro über den Tisch zu ziehen. Und dann noch die peinliche Nummer mit dem Kita-Investitionsprogramm, Herr Kollege Laschet, wo Herr Laschet es zuließ, dass die Gelder im Landeshaushalt versickert sind, statt sie in den Ausbau der Kitas zu stecken. Ihre Abwahl von 2010, das war doch die logische Folge von genau solchen Versäumnissen. Ja, ja, sowas kommt von sowas, von einem nicht gekannten Raubzug durch die kommunalen Kassen. Von einer unfassbaren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende waren doch Ihre eigenen Leute in den Kommunen wie gelähmt. Die hatten doch gar keine Lust mehr, Wahlkampf für eine Partei zu machen, die eine scheinbare Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken der Kommunen betrieben hat, gegen die Menschen in den Städten und Gemeinden dieses Landes Nordrhein-Westfalen. Und 2010 haben wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Regierungswechsel sofort und umfassend umgesteuert. Wir haben die Kommunen wieder zu Partnern gemacht. Wir haben den Bundesanteil, die Bundesmittel vollständig in den Kita-Ausbau gesteckt und die kommunale Finanzierung wieder auf vollständig neue Füße gestellt. Wir haben einen klaren Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche gelegt und das auch mit großen Investitionen hinterlegt. Wir haben Geld in die Hand genommen und nicht bloß schöne Worte in den Mund. Das ist der große Unterschied, meine Damen und Herren, zwischen SPD und Grünen auf der einen Seite und Union und FDP auf der anderen Seite. Und genau damit haben wir, und das ist der andere Teil der Wahrheit, die Kommunen auch in die Lage versetzt, ihren Anteil an der Finanzierung von Kitas und Schulen überhaupt leisten zu können. Denn wir wollen den Schulterschluss zwischen Stadt und Land und eigentlich auch mit dem Bund. Denn wir tragen gemeinsam Verantwortung und nicht bloß einer auf die Kosten des anderen. Doch leider kommt aus Berlin im Moment relativ wenig. Obwohl das jetzt dringend nötig wäre, obwohl die Zinsen so niedrig sind wie nie zuvor und obwohl Finanzminister Schäuble zweistellige Milliardenbeiträge bereitstellen könnte, es wäre ihm also möglich zu helfen. Doch Finanzminister Schäuble bedient lieber seine schwarze Null, mit der er Zukunft nicht sichert, sondern aufs Spiel setzt, blind für die Zeichen der Zeit. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem freiwilligen Landesprogramm Gute Schule 2020 setzen wir Maßstäbe für die Kommunen, für bessere Schulen, für die Erhaltung von Sportanlagen und die digitale Entwicklung. Bei meinen zahlreichen Besuchen vor Ort ist mir noch einmal deutlich geworden, wie sehr die Städte und Gemeinden dieses Geld jetzt benötigen und wie zügig und zielgerichtet sie es demnächst einsetzen werden. Vor Ort jedenfalls, Herr Kollege Laschet, stehen die Zeiger auf Ärmel hochkrempeln und nicht auf Wehklagen, auf Pläne schmieden, auf kräftig anpacken, auf Gute Schule 2020. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden diesen Aufbruch nach Kräften unterstützen. Ich bin jedenfalls stolz, dass wir das jetzt auf den Weg gebracht haben und auf den Weg bringen. Das größte Investitionsprogramm für Schulen, das es in NRW jemals gab. Und ich freue mich schon auf die positive Zwischenbilanz, die Ministerpräsidentin Kraft und die grüne Schulministerin Löhrmann für die rot-grüne Landesregierung ziehen werden. In 1-2 Jahren hier im Haus, selbe Stelle, selbe Welle. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Mustafizadeh, für die Fraktion.